Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge Subnautica. Schöner Sonnenaufgang, die Nacht ist durch und wir versuchen jetzt trotz allem noch kurz schnell zu schauen, finden wir noch irgendwas an Blueprints so auf dem Nachhauseweg, dann machen wir uns dran. Vehicle Bay zusammenzustellen und ja, ist Metallschrott. Und werden versuchen, die Seemotte irgendwie hinzukriegen. Ich weiß aber, dass wir sicher Silber brauchen. Ja, wäre Kupfer gewesen. Auch metallisch nicht das, was ich gerne möchte. Andere würden sich über Gold freuen. Im Moment für mich sinnlos. So, nehmen wir mit, was wir noch kriegen. Nö, also Eisen habe ich jetzt wirklich, also Titan habe ich wirklich genug. Ich möchte Silber. Das ist rar gesät hier. Ja, ich möchte nicht, wie ich standardmäßig mache, eine Base hier erstellen in der Nähe meiner Fluchtkapsel, sondern die Base auch gleich etwas weiter rausbauen. So, dass wir wirklich Platz haben. Vielleicht sogar hier ins Grüngebiet rein. Wäre auch mal was. Nahe des Red Grassland Biom. Sieht ja eigentlich nicht schlecht aussehen. Na, kommst du? Hast du schon auf die Gosche gekriegt? Was ist ein Ei? Da ist ein Seemottenfragment. Ist schön, aber haben wir schon. Gut, dann nach oben. Ja, gehen wir zurück. Und versuchen mal zumindest die Vehicle Bay zusammenzustellen. Jupp, da lägt es kurz. Oh, ein Timer natürlich nicht eingestellt. Da sind wir etwa 5 bis. Ah, Monster Lake im. Das ist immer das Startbiom. Schon seit jeher. Das Startbiom lägt wie Hulle. Ich glaube, das kriegen sie auch nicht mehr durch. So. Vehicle Bay. Titanbahn, Schmierstoffe, Energiezelle. Gut. Titanbarren sollte ja nicht das Problem sein. Dann können wir nämlich auch mal hier etwas unnützen Ballast loswerden. Quarz, Blei. Gut.
Das Wasser nehmen wir noch. Ja, etwas futtern wäre nicht schlecht. Ja, ich weiß, es ist ein Message reingekommen. Ist ja gut. Hab's begriffen. Piepst es mich da regulär an? So, Schmierstoffe ist Schlingpflanzenbüschel. Und was habe ich gesagt? Energiezelle. Ja, das sollte nicht das Problem sein. Zwei Batterien, Silikongummi. Silikongummi haben wir noch auf Tasche. Oder? Ne, Fasergeflecht. Ist jetzt auch nicht schlimm. Was wir machen, ist gleich noch wieder Batterien rausholen. Denn die fehlen sonst. Und unterwegs natürlich noch schnell etwas zu futtern und vielleicht ein Blasenfisch. Obwohl wir da noch was im Petto haben. Da, hallo? Kommst du? Du willst mich doch verscheißen. Gut. Ja, zumindest. Ja, gut, zumindest zwei haben wir. Um zu futtern kriegen wir auch noch. Die sind nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es viel Besseres noch gibt zu futtern. Aber die sind schon mal gar nicht leid. So, die Schlingpflanzenbüschel. Nehmen wir noch eines mit. Drei Stück. Ich glaube, das ist auch die Anzahl, die wir brauchen. Na, kommst du? Kannst mitkommen. Tut nicht weh. Ja, Junge. Himmel, Arsch und Zwirn. Du elendes Fischstäbchen, du. Ich mach aus dir Sushi für Arme. 30 seconds. Ist ja nicht euer Ernst. Ich bin ja tierlieb, aber das geht zu weit. So, gleich mal einkochen. Sonst verdirbt das Zeug. Okay, ja, die lagern wir um und wir hauen uns mal, ja, gut Futter. So. Okay, Schmierstoffe, Energiezelle und ja. Dann mal Silikongummi. Kann man ja eines auf Reserve nehmen. Schlingpflanzen. Das braucht das. Nichts sagen wollt. Nichts sagen. Ja, ist ja schön. Gut, zwei Energiezellen, das die Seemotte verbratet ja auch noch was. Dann mal noch zwei
Kupfer, bauen wir uns die Dinger nochmal nach. Ja, ist gut. Habt ihr um die Wette gesungen? Ist gut. So, zumindest eine gibt Ruhe. Ist ja auch nicht nervig. So, drei Stück brauchen wir noch. Ich sammle jetzt mal zwei, drei mehr. So, kommst du? Sonst geht meine vorherige Drohung doch noch den Bach runter. Nicht sie Fischstäbchen, ich Fischfutter. Gut, machen wir gleich zwei daraus. Ich werde es, glaube ich, noch einmal brauchen. Okay. Das hatte jetzt... Hey, hallo? So mal einfach Freihaus, agromäßig, eine Sprengkur einleiten, oder was? Ist das jetzt wirklich euer Ernst gewesen? What? Himmel, Arsch um Zwirn. Junge, es reicht. Und wenn du das letzte Exemplar bist, es ist mir Schnuppe. Ich jag dich jetzt um den Planeten. Blödes Vieh. Nee, mal ehrlich. Da sind mir die Sandhaie noch wirklich lieber. So. Okay, für Batterien haben wir. Also hat jetzt der Stalker die Massenexplosion ausgelöst oder war das etwa ich? So. Auch die Batterien sind wieder da. Und wir machen die Vehicle Bay. Hat der einen langen Arm? Ja, ist mir schon klar, dass man die aussetzen kann. Ja, okay, ich... Die Cyclops will ich hier nicht aussetzen, so dicht wie das Teil steht. So, was brauchen wir? Einen Titanbarren Energiezelle haben wir. Glas zweimal und Schmierstoffe. Gut, wir nehmen das Teil wieder mit. Glas und Schmierstoffe sind noch hier. Habe ich das richtig gelesen? Kann ich das auch hier irgendwo nachlesen? Ich glaube schon. Titanbarren, ja, zweimal Glas. Machen wir uns einige Titanbärchen. Ist vergleichbar mit Gummibärchen, nur etwas härter. Ja, ich weiß. Wir sind schon wieder am Abnippeln. So,
das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mal mit. Da hat noch was Platz. Das nehmen wir mal mit. Ja, ich weiß, da sind wieder... Sie haben soeben ihre wöchentliche ihren wöchentlichen Übungskoeffizienz von 500 übertroffen, die Daten. Danke fürs Weiterzappen. Gzz. So. Ja, ich nehm's ja gleich ab, Jungs. Ich nehm's ja gleich ab. So, zwei Titanbeine brauchen wir dafür. Schauen wir mal, ob es reicht für zwei. Glaub nicht. Dann dürfen wir noch mal einen Titanbein holen. Das Glas haben wir ja hier. Gut. Okay, Titan haben wir ja genügend. Ein Titanbein. Ja, sollte eigentlich sein. Holen wir uns noch das Metall. Habe ich die Funzel dabei? Habe ich natürlich nicht. Da. Was brauche ich? Titanbeine? 10 Stück. 2, 4, 6. Okay, vielleicht reicht das. Ein Platz für Warps. Monster Lag. Ein Plätzchen hätten wir noch frei. Liegt hier noch was rum? So. Etwas, was mir die Stalker übrig gelassen haben. Da. Voll. Ja, habe ich's gedacht. Habe ich richtig gelesen? 10 Stück. Jawohl. Gut. Dann mal. Ja, piepsen die schon wieder um die Wette. Ist ja klar. Nehmen wir das mal mit. Dann quatsch mal. Bordcomputer, das ist ein automatisiertes Notsignal von der Rettungskapsel. 4 Koordinaten übertragen. Kapsel wurde beim Aufschlag nicht beschädigt. Niemand wurde hinausgeschleudert. Keine Lebenszeichen an Bord gekannt. Nachforschungen wird empfohlen. Ja, dann werden wir uns, nicht mehr in dieser Folge, aber wir werden uns die Nachforschungen mal hingeben. Das ganz sicher. Jetzt möchte ich eigentlich... Ne, Seemotte. Wäre schön. Ja, hey, ist gut. Übertreib doch nicht. So. Und los geht's. Ist immer wieder geil anzusehen.
Und da ist sie, unsere Seemotte. Die Vehicle Bay packen wir ein, die lägt sonst nur im Zeug herum. Und da ist sie, wie wunderschön. Welcome aboard, Captain. Einsteigen, losdüsen. Die Steuerung ist ja schwierig. Ziemlich gewöhnungsbedürftig. So. Was denn nu? Jetzt mal Wasser nehme ich mit. Etwas zu futtern nehme ich mit. So ein Fläschchen Wasser 2 könnten wir auch noch mitnehmen. Die Funzel nehme ich mit. Ja, nehmen wir doch noch so eines auch noch mit. Haben wir was, was wir nicht mehr brauchen? Den Feuerlöscher, doch den brauchen wir ja noch. Ja, gut, Quarz, Metall kann rein, Barren kann auch rein. Kupfer, ich hoffe jetzt bei unserem ersten Abenteuer mit der Seemotte geht uns nicht gleich die Energie flöten. So schön wäre das nicht. Wir haben auch wirklich keinen Platz mehr. Gut, okay. Schlückchen Wasser und noch gleich. Nee, nicht gepökelt. Reicht eigentlich. Gut. Ja, eine Flasche mehr dazu. Ja, wir speichern kurz mal ab. Und machen uns auf den Weg, das Signal zu erkunden. Ist es denn dort hinten? Da wir ja jetzt die Seemotte haben. Ja, bis es legt etwas, es legt ganz leicht. Wow, ja gut, ich glaube eher, wir machen uns zuerst einen Strahlenschutzanzug. Ja, aber die zieht auch ganz schön am Strom. Wir haben ja noch unser... unsere Elektroschlitten dabei, also im Notfall versuchen wir schon wieder Strahlung. Wo zum Teufel bin ich hier? Kreis ich um Brennstab rum? Das sieht mir aus ganz wie ein Wrack, das wir schon einmal besucht haben. Schauen wir es uns an. Ein Bioreactor-Fragment. Nicht schlecht. Ja, das Seemottenfragment brauche ich nicht noch einmal. Ist etwas sinnfrei. So, da rumpel mal nicht so rum. Diesen Lärm immer, die sie machen. Jetzt bin ich auf 27 Meter. Das ist doch... könnte
könnte es sein, dass es die genau gleiche Stelle ist, die wir schon einmal angeschaut haben. Und nur der Loot respawned ist. Oh, ich sehe, wir überziehen dreimal. Ich bin gut. So. Aber es wird eine etwas längere Folge, weil ich mache nämlich jetzt Schluss für heute. Und ich möchte noch schnell die Motte in die Base zurückbringen. Wir werden uns natürlich das alles noch zusammen anschauen. Zugegeben Zeit in der nächsten Folge. Die nicht allzu lange auf sich warten lässt. Denn ich habe momentan wirklich ziemlich Spaß daran an Subnautica. Ist ja auch ein tolles Spiel, wenn es mal vernünftig läuft. So. In diesem Falle, hier von der Wasserwelt her, wäre es das für diese Session gewesen. Sind jetzt nur zwei Aufnahmen geworden, aber die nächsten sind dann vielleicht im Stream, vielleicht auch ein normales Let's Play. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ja. Teilt das Video. Und auch ein Abo ist gerne genommen. Würde mich sehr freuen. Danke vielmals auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis in die nächste Folge, wenn es wieder heißt, wir tauchen wieder mal ab. Bis denn dann, euer Sir Bounce und tschüss.